Jetzt kassiere ich hier fast direkt das 1-0. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute spielen wir wieder eine Runde FIFA Ultimate Team. Und ja, wir haben 001 Stats in Liga 6. Legen direkt weiter los. Zieler machen wir immer eben hier neuer Vertrag. Das passt dann schon. Und dann legen wir direkt los. Irgendwie ist meine LT-Taste gerade gedrückt gewesen. Ich weiß nicht, ist ein bisschen buggy, diese Taste. Wenn man die ganz leicht nur drückt, dann wird die schon aktiviert. Ich will aber den Controller auch nicht tauschen. Ich habe schon 9 hier rumliegen, aber ich habe keinen Logitech Chillstream mehr. Das ist das letzte und es werden noch keine mehr verkauft. Deswegen ist es ein bisschen problematisch, da irgendwie, ja, das auszutauschen. Das würde mich abfucken. Deswegen lasse ich das noch so lange dran, bis es wirklich kaputt ist. Also ich nutze das jetzt noch komplett ab und hoffe, dass es noch ein Weilchen hält. Ich hatte davon mal 10 Controller oder so, Logitech Chillstream. Ich habe damals all mein Geld in diese Controller gesteckt. Das war auch gar nicht verkehrt. Die gingen teilweise immer relativ schnell kaputt, als ich noch FIFA-Profi war. Also ich habe ja EPS gespielt und so, da gingen die relativ schnell kaputt. Aber das hier war mein letzter Controller und ich wusste, dass die nicht mehr verkauft wurden, weil damals wurden die schon nicht mehr wirklich verkauft. Habe nur noch einen Laden gefunden und da direkt den Restbestand aufgekauft damals. Und jetzt kassiere ich hier fast direkt das 1-0. Aber nochmal gut gegangen. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Und ja, damals gingen die halt immer relativ schnell kaputt und dann beim letzten habe ich extra drauf geachtet. Früher habe ich immer die Controller einfach so in die Ecke gepfeffert, wenn ich verloren habe, weil ich so sauer war. Dann habe ich mir da irgendwann mal so einen Kissenberg eingerichtet, als ich immer noch geraged bin beim letzten Controller halt. Und dann ist der halt immer in diese Kissen nur geflogen, so als Polsterung quasi. Dass ich immerhin den trotzdem noch werfen konnte. Mittlerweile werfe ich die Controller natürlich gar nicht mehr weg. Aber früher war das echt hart. Ich war so ein richtiger Flamer-Boy. Und ja, das war halt eine coole Zeit. Oh Gott, ey. Er geht auf jeden Fall auf Flanken. Er ist auf jeden Fall drauf. Eieiei. Hier sehen wir nochmal eine Chance von ihm. Da kam Zieler aber noch rechtzeitig runter. Alles gut. Jetzt müssen wir mal irgendwie hier selber eine Angriffssituation hervorrufen, hoffentlich. Zack, das war gut gespielt. Kostic kann sich aber da doch kann sich durchsetzen. Oh, Schiri! Ach so, das ist kein Foul. Der hat null Kontakt zum Ball. Komme ich da irgendwie ran noch? Er flankt schon wieder. Er flankt immer früh. Und dann relativ weit rein probiert das. Ich weiß nicht, ob das seine Masche ist. Und schießt auch aus der Entfernung. Okay. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, würde ich mal sagen. Komm. Ah, schade. Komme ich nicht ran. Der Ball war aber auch zu ungenau gespielt. Oh, hier geht Arnold nicht entschieden genug dazwischen. Da hole ich ihn von den Beinen. Das gibt nachträglich noch Gelb auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt hat er ihn gut geschickt hier. Aber da ein Zieler ohne Probleme. Das war, naja, kein guter Pass von ihm. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh Gott. Komm schon. Zack. Oh, Schiri, warum kretscht der und kretscht da nicht gut in den Mann rein, sodass es rot gibt am besten für ihn? Allein die Frage, warum kretscht er? oh Mann, hey, was ist los bei mir, Freunde? 22 Minuten gerade gespielt. Oh. Ich nehme gleich noch, hier nach der Folge, nämlich eine H1Z1-Folge auf, die ich komplett schneide. Nur so viel schon mal, wenn ihr also bald eine komplett geschnittene Folge bei mir seht und euch wundert, so, hä, der hat doch noch nie geschnitten. Ich habe gerade ein bisschen Bock darauf, das mal auszuprobieren. Ah, jetzt erstmal der Schuss. Vielleicht werde ich das dann auch bei FIFA machen, dann wird es aber wahrscheinlich weniger Videos geben. Ich weiß noch nicht genau. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, das komplett zu schneiden alles immer. Nur mit den wichtigen Infos dann halt so quasi. Ah, schade.
Komm, guter Pass. Ucha. Schiri, der wird von den Beinen geholt da. Das kann man auch schon mal ahnen. Das muss man sogar ahnen vielleicht. Da muss man irgendwie durchgreifen. Und dann mal eine Karte zeigen. Und ein Elfmeter natürlich. Gar keine Frage. Das war ein klarer Elfer. Der macht es gut mit den Flanken. Ne? Irgendwann geht eine davon rein. Immer schön im Lauf und schön krass und keine Ahnung. Schiri. Auch da wieder. Das war doch ein Foul, oder nicht? Wie seht ihr das, Freunde? Schreibt's mal in die Kommentare. Kriegt Ucha den? Ja, kriegt er. Ah, schade, da kriege ich den Ball nicht durch. Da dachte ich kurz, okay, vielleicht wird das was, aber nein. So, gucken wir mal. Zack. Zack. Oh, Schiri. Da hat's kurz geleckt. Da wusste ich nicht, wo ist jetzt der Ball, wo ist der Gegner, wo ist überhaupt irgendwas. Hier haben wir gerade kurz zwei Statistiken eingeblendet gesehen von Zweien, die 100% Pässe haben. Ich weiß gar nicht, wer es war. Hab nicht so genau drauf geachtet, hab nur die 100% gesehen und die Pässe. Weil man muss sich ja auch irgendwie aufs Spiel konzentrieren, ne? So, Kostic jetzt, komm. Lässt den ersten aussteigen. Kann jetzt flanken? Ah, da ist der gegnerische Torwart zur Stelle. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die gegnerische Mannschaft noch nicht angeguckt. Aber da ist er auch wieder zur Stelle. Mann, Mann, Mann. Er hat auch Kostic. Gida Wugi. Scheint ein Bundesliga-Team zu sein. Chicharito hat er auch. Hermann. Ja, Bundesliga-Team. Definitiv. Scher. Wo spielt der? Weiß ich gerade gar nicht. Raphael jetzt aus der zweiten Reihe abgekrätscht. Oh Mann, oh Mann. Wen hat er denn im Tor dann? Das muss ich auch noch ergründen. Ah, nicht durchgesteckt. Gucken wir gleich mal, wenn er im Tor hat, sobald wir irgendwie da rankommen an die Infos. Aber jetzt sehen wir erstmal 51% Ballbesitz für ihn. Ganz leicht im Vorteil. Schüsse genau gleich. Passgenauigkeit ist er auch ganz klein bisschen besser. Aber so ist es halt. Müssen wir mit leben. FC Smet heißt der, okay. Ich habe da gar nicht drauf geachtet bisher. Und nicht, was er für Spieler hat, dies, das. Also, Bundesliga-Team haben wir ja schon festgestellt jetzt. Hat er denn wen Gutes da? Das ist die Frage. Zack, zack, zack. Da kann man auch vielleicht schon mal pfeifen, Schiri. Jetzt pfeift der Foul für mich, für ihn. Warum? Manchmal verstehe ich die Welt nicht, Freunde. Da denke ich mir dann nur, ja, fick dich einfach hart ins Knie. Ah, der Pass wieder. So eine Kacke, ne? Santana kann den Ball da ohne Probleme klären. Hier sehen wir Team... Hat der Team der Woche Hermann? Oder was heißt das TDW da? Aber dann wäre der ja schwarz hier. Eigentlich, oder? Glaube ich zumindest. Gut abgefangen hier, das war wichtig. Aber dann wieder so eine Kacke. Aber dann wieder abgefangen, Papadopoulos. So, jetzt der Seitenwechsel. Schön weit rüber. Zack, angenommen, weitergepasst. Am ersten vorbei. Rausgespielt. Jetzt wollte ich auch mal so eine Flanke wie er probieren, aber kam nicht durch. Und ich habe auch nicht so die langen Spieler da vorne drin. Ich habe Raphael und ich habe... Ucha, ich glaube nicht, dass die da das Kopfballduell gegen Santana gewinnen würden.
Was macht mein Keeper da? Geht noch ein ganzes Stück mit raus? Okay. Cool. Also eher uncool, aber okay. Oh. Okay, das war kacke. Gute Flanke, Kopfball an den Pfosten. Oh Mann, ey. Jetzt leckt schon wieder. Ich weiß nicht, was es ist gegen ihn hier. Zweimal hat es jetzt schon geleckt. Komm, jetzt Pisscheck, mach mal ein paar Meter. Schick mal hier Bartitz raus. Leite mal weiter auf Ucha. Ucha, komm. Ach, und das soll wieder ein Foul sein. Wo seht ihr da ein Foul? Alter, never. Ucha hat ihn abgefangen, gibt Abstoß wahrscheinlich, oder? Kriegt er ihn noch? Ja, Abstoß. Oh Mann. Ja, das macht er gut eigentlich, aber dann der Kackpass, den er aber noch irgendwie retten kann hier. Aber dann gut geklärt. Oh, wohin mit Boateng? Ich mag ja Boateng eh nicht. Nicht nur, weil er gegen Dortmund die Tore gut vorbereitet hat, sondern für mich ist das einfach einer der meist überschätzten Spieler, die es gibt. Aber sieht ja jeder anders natürlich. Und viele feiern ihn einfach, aber für mich, keine Ahnung, wenn da so ein schneller Mann kommt, das hat man früher immer gesehen. Mittlerweile sieht man das gar nicht mehr so krass, weil die Bayern-Abwehr einfach komplett entlastet wird, weil da keiner mehr wirklich ernsthaft angreift, hat man das Gefühl. Aber wenn da ein schneller Spieler kommt, bis Boateng sich mal gedreht hat, ey, ist Weihnachten und Ostern an einem Tag gewesen und ja, das dauert halt immer bei ihm. Hab ich so im Gefühl. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Spieler verändern sich natürlich auch. Hector zum Beispiel geht jetzt hier auch einfach mal durch. Will dann flanken, kann nicht flanken. Nächster Versuch der Flanke. Die Flanke wäre sogar gekommen. Wäre Jan Sommer, der Torhüter von ihm ist, da nicht dazwischen gewesen. Ach so, er kommt da durch. Aber egal, ich hab den Ball. Ah, dann hat er ihn. Das war nicht gut gemacht von mir. Da habe ich ihn noch umgegrätscht. Ja, er will wieder auf Flanke gehen. Man sieht das richtig. Ja, ich wusste es, dass er da wieder raus will. Erstmal geklärt, aber nur kurz. Der Ball kommt wieder. Mich hätte es nicht gewundert, hätte es hier Elfer und Gelb-Rot oder so Späße gegeben. Komm jetzt. Ucha, setz dich durch. Ah, dann ist Santana zur Stelle. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Da schießt er einfach viel zu verkehrt irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob es unbedingt zu früh war, aber es war zu verkehrt. So. Erstmal den Ball erobert. So, Ucha jetzt, komm. Komm, Ucha. Ah, warum schießt du von da? Ich drück doch passen auch. Das heißt Schuss antäuschen. Schießen, passen, das heißt antäuschen, Ucha. Das solltest du auch wissen. Du bist jetzt, keine Ahnung, über 50 Spiele in meinem Kackverein hier. Du solltest das definitiv mittlerweile mitbekommen haben. Gut durchgesetzt, aber dann abgefangen wieder. Oh Mann. Ah, Ucha verliert den Ball da wieder, kann den Ball nicht vernünftig annehmen. Der war auch einfach gefühlt mit keine Ahnung wie viel km/h geschlagen. So, abgefangen. Jetzt Raphael, komm. Komm, guter Pass auf Darida. Darida mit dem Schuss aber gehalten. Das gibt es nicht. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf. Jetzt nicht wieder das Gegentor kassieren. Komm. Hau ihn zur Not einfach weg oder so. Scheiß auf die Rotsperre. Warum läuft da einer der Verteidiger nach vorne? Aber es ist abseits. Es ist abseits.
Ja, da pfeift der Schiri jetzt auch. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, jetzt ist auch der Schlusspfiff unentschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen, haut rein, ciao.